بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Die Frage, die oft gestellt wird, ist: Wie steht der Islam zur Demokratie? Zur Demokratie. Eigentlich dieser Satz, über diesen Satz muss man eigentlich schon diskutieren. Zur Demokratie, das bedeutet, es gibt nur eine Demokratie. Es gibt so viele unterschiedliche demokratische Systeme. Aber prinzipiell hat man sich im Westen, kann man sagen, darauf geeinigt, auf die Definition von Abraham Lincoln. Die Definition, die heißt: The government of the people, by the people, for the people. Die Herrschaft der Menschen über die Menschen, durch den Menschen, für die Menschen, durch die Menschen. Ja. So, und wie sollte man darauf antworten? Und ich möchte das heute in ganz kurzer Form, 5 bis 10 Minuten, darüber reden. Erstmal, wenn wir über den Islam gefragt werden, sind wir dazu verpflichtet, die Wahrheit zu sagen oder den Mund zu halten. So, und es ist nicht erlaubt, über den Islam zu lügen. Und über den Islam zu lügen, ist eine Lüge über Allah ersinnen. Und das kann einen aus der Religion rauswerfen. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Das ist eine gewaltige, gewaltige, gewaltige Sünde. Deswegen, entweder man macht den Mund auf und sagt die Wahrheit, wenn man darin eine Maslaha sieht, einen Nutzen sieht, oder man hält einfach den Sabbel, um das auf gut Deutsch zu sagen. Ja? Weil es gibt dann einige Spezialisten, die dann dort stehen und erzählen, ohne Wenn und Aber, oder sogar dieser Ayman Maisek, der zum Beispiel gesagt hat, die Demokratie ist das beste System, weil es kein besseres politisches System gibt. Und wir wissen nicht genau, was er damit meint. Wir hoffen, dass er nicht das damit meint, was jeder Mensch darunter versteht, was die Worte aussagen. Ja? Wir hoffen, dass er an diesem Tag betrunken war, als er das gesagt hat. Ja? Aber auf jeden Fall, wenn wir uns diese Definition angucken, von Abraham Lincoln, die sagt, die Herrschaft der Menschen über die Menschen, für die Menschen, dann ist das an erster Stelle nichts Gutes und nichts Schlechtes. Weil kann sein, dass die Menschen, ich gehe jetzt rein theoretisch an die Sache ran, es kann sein, dass die Menschen etwas Gutes erfinden oder dass die Menschen etwas Schlechtes erfinden. Es kann, weil der Mensch ist ein fehlerhaftes Wesen, wie jeder weiß. Ja? Und wir sehen selber, wie oft sich in der Demokratie verschiedene Gesetze verändert haben, wie zum Beispiel in Deutschland. Ja, vor 1974 war noch die Homosexualität erlaubt, danach wurde es verboten. Davor war es verboten, danach wurde es erlaubt. Jetzt, heutzutage, im Jahre 2003, diskutiert man über die Gleichstellung der Homo-Ehe. In 20 Jahren kann man dann seinen Schäfer und Harras heiraten. Dann redet man dann über die Tierehe, ob die auch gleichgestellt ist zu der Menschenehe. Wer weiß, was noch alles für Sachen kommen. Kann man ja nie wissen. So. Das heißt, dieser Begriff von Abraham Lincoln bedeutet weder etwas Positives noch etwas Negatives. So. Die Menschen, mit denen wir reden, die sind aber immer so geimpft, dass sie denken, das ist das Absolute und wer was dagegen sagt, ist falsch. Und das ist eine totalitäre Ansicht. Weil wieso soll man nicht der Meinung sein, dass es etwas Besseres gibt als die Demokratie? Wieso? Was ist euer Beweis dafür? Und dann werden natürlich viele sagen, ja, sind nicht die Staaten, in denen die Demokratie herrscht, sind das nicht die fortgeschrittensten Staaten? Sind das nicht die Staaten, die es am Weißen gebracht haben? Das ist dann ihre Erklärung. Und diese Erklärung ist eigentlich eine mangelhafte Erklärung. Weil viele Faktoren haben zu dem Fortschritt im Westen beigetragen. Dazu gehört nicht nur die Demokratie. Ja? Sondern, wenn man überhaupt sagt, dass sie der entscheidende Faktor ist, sondern insbesondere Anstrengung von verschiedenen Pionieren, die in verschiedenen Bereichen große Anstrengungen getan haben, wie zum Beispiel Richard Arkwright. Ja. Ja. Richard Arkwright oder James Watt, durch die industrielle Revolution in Großbritannien stattgefunden hat. Das hat aber nichts mit Demokratie zu tun, das hatte etwas mit Anstrengungen zu tun. Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir einen Wettlauf haben, wir haben zum Beispiel ein Wettrennen, 5000 Kilometer, oder sagen wir lieber 5 Kilometer, ja, wir beurteilen das Ergebnis
nicht nach dem Ergebnis nach 2,5 Kilometern, sondern wer als erstes im Ziel ankommt, nach 5 Kilometern. Das heißt, wenn diese Staaten im Westen momentan einen Vorsprung haben, dann müssen wir fragen, wie sieht es aber in 30, 40, 50 Jahren aus? Denn was wir momentan sehen, ist, dass genau diese Gesellschaft die größte Verantwortung für die Umweltverschmutzung weltweit trägt. Dass genau diese Gesellschaft, die westliche Gesellschaft es ist, die Massenvernichtungswaffen hergestellt hat, die in der Lage sind, den ganzen Planeten mehrfach zu vernichten. Das heißt, man muss nicht ein Auge zumachen und nur versuchen, positive Dinge zu sehen, sondern man muss auch negative Dinge sehen. Man muss sehen, dass beispielsweise in der westlichen Welt 800.000 Menschen, habe ich gelesen, in Deutschland, es gibt 800.000 Altersheimplätze. Ja. Das heißt, Menschen, die einfach weggeschoben werden. Und da reden Experten darüber, dass das die größte humanitäre Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Man muss darüber reden, dass es in Deutschland alle 48 Minuten einen Selbstmord gibt. Man muss darüber reden, dass durch die Ideologie der Selbstverwirklichung, ja, wir leben ja nur einmal und die Frau muss arbeiten und so weiter, dass die Menschen dadurch die Familie zerstören. Und das führt wieder dazu, dass in 20 Jahren hier alles zusammenbrechen wird, weil es einfach zu wenige junge Leute gibt, die Renten der Alten tragen. Und deswegen wird es eine Altersarmut geben. Das heißt, wenn man ein Urteil, wenn man sagen will, die Demokratie ist gut, weil der Westen 70 Jahre, sage ich jetzt mal so als Beispiel, einen besonderen Wohlstand hatte, dann ist das eine sehr mangelhafte Herangehensweise. So. Aber was sagen wir, was sagt der Islam zu Demokratie? Was sagt der Islam zu der Aussage, das Urteil, die Herrschaft des Menschen durch den Menschen über den Menschen? Die Herrschaft des Menschen durch den Menschen über den Menschen. Was sagt der Islam dazu? Diese Definition ist etwas, was völlig im Kontrast zum Islam steht. Völlig. Und das muss man verstehen. Deswegen kann ein Muslim nicht uneingeschränkt sagen, er ist für Demokratie. Wenn ein Muslim sagt, er ist uneingeschränkt, er ist für Demokratie, dann sagt er, er ist nicht dafür, er ist nicht für Islam. Warum? Weil Islam bedeutet, das Urteil, dass die Herrschaft Gottes über den Menschen. Allah sagt im Koran, in Sure 12, Vers 40, die Herrschaftsgewalt ist Allahs. Das Urteil ist für Allah. Das heißt, es widerspricht ganz klar und eindeutig diesen Vers. So. Die nächste Sache ist, ist es erlaubt, für die Menschen abzustimmen, ob dieses oder jenes halal ist, was Allah haram gemacht hat und was Allah halal gemacht hat. Zum Beispiel, Schweinefleisch ist im Islam haram. Alkohol ist im Islam haram. Und Allah, der Prophet, sagt, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi, fa in lam yastati fa bil lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dhalika at'afu al-iman. Alkohol ist verboten. Ja, und jetzt sagt der Prophet, wer etwas Übles von euch sieht, muss es mit der Hand verändern, wenn er es nicht kann, mit der Zunge. Und wenn er es nicht kann, mit dem Herzen, das ist die schwächste Form des Glaubens. Das heißt, der muslimische Führer ist dazu verpflichtet, Alkohol zu verbieten. Und wenn er das nicht macht, macht er sich sündig. Und wenn er das nicht akzeptiert, wenn er sagt, nee, ich darf Alkohol erlauben, das ist eine Freiheit des Menschen, der Mensch kann das ruhig trinken, dann ist er aus dem Islam rausgetreten. Das heißt, diese Form der Akzeptanz der Demokratie ist etwas, was dem Islam widerspricht. Wenn man jetzt die Ikhwan Muslimin reden hört über Demokratie in Ägypten, und dann sagen sie zum Beispiel, wir haben ein demokratisches System. Dann meinen sie damit eine Demokratie Muqayyada, eine Demokratie, die beschränkt ist. Das heißt, die Menschen, und das ist etwas, was man manchmal verstehen muss, manche Muslime, und ich denke auch, dass Ayman Masek dazu gehört, weil, soweit ich weiß, gehört er ja auch zu den Ikhwan Muslimin,
Ja, weil der Zentralrat der Muslime, das ist ja ursprünglich von den Ikhwan-Muslimin, das weiß ja jeder, die Masjid Bilal in Aachen. Ja. Und ich denke, dass er das damit meint. Er meint wahrscheinlich eine Demokratie im Muqayyada. Das heißt, dass die Menschen ihre Entscheidungen treffen können in Dingen, wo der Islam nicht sagt Halal oder Haram, sondern die der Islam offen gelassen hat als Halal. Zum Beispiel, wir haben jetzt eine Entscheidung darüber, wie ordnen wir unser Verkehrssystem? Ja, wie ordnen wir das? Es gibt jetzt keine Regel im Islam, der sagt, ja, wenn du 40 km/h zu schnell fährst, dann kriegst du einen Führerschein abgenommen, beispielsweise. Ja? So, und hier macht natürlich der Herrscher ein Ijtihad. Und dass er zurückgeht zu der Meinung des Volkes, was für das Volk am nützlichsten ist. Das heißt, Demokratie Muqayyada. Ja, in diesem Sinne. Das heißt, dass die Menschen keine Urteil treffen dürfen gegen Koran und Sunna, aber dass sie Urteile treffen können nach Koran und Sunna oder in Übereinstimmung mit Koran und Sunna. Das ist das, was manche Muslime meinen, wenn sie über Demokratie reden. Aber wie gesagt, man muss hier differenziert darüber reden, über dieses Thema. Und man muss als Muslim auch dazu stehen. Ich weiß gar nicht, was sich dir einige darüber im Kopf machen. Die haben Angst vor dem Gott des Westens. Ach, ich habe keine Angst vor dem Gott des Westens, weil mein Gott ist Allah. Ach, das ist der neue Gott des Westens, für den sie kämpfen, für den sie leben, für den sie sterben, den sie uneingeschränkt akzeptieren. Und wer sagt, nee, red da nicht drüber, nein, sag nichts, das ist gefährlich, Weisheit, der sagt damit praktisch indirekt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gegen Hubel und Lad und Uzza und Manat reden hätte sollen, die großen Götzen zur damaligen Zeit. Das ist Quatsch. Wenn mich einer fragt, sage ich den ganz klar. Und deswegen, das ist nicht von Weisheit. Weisheit heißt nicht Feigheit. Da muss man kapieren. Allah sagt im Koran, Rabbika bin Hikma. Rufe zum Weg Allahs mit Weisheit. Der sagt nicht, Rabbika bil Jubn. Rufe zum Weg Allahs mit Feigheit, sondern mit Weisheit. Und heutzutage wird dieser Begriff Weisheit verwendet, glaub es mir, damit meint man, wenn du jemanden fragst auf der Straße, was heißt das mit Weisheit, dann meint er, dass man so reden soll, dass alle zufrieden sind. Ja, der meint, dass alle zufrieden sind, dass du zum Beispiel etwas sagst, aber der ist nicht sauer darüber, der Käfer, dass du das gesagt hast. Ist dir schon mal aufgefallen? Das meinen die mit Weisheit. Oder die meinen mit Weisheit, meinen die zum Beispiel, dass dir nichts passiert, dass dich keiner attackiert. Glaub es mir, das ist heute von diesen Mubtadi'un der neue Begriff von Weisheit. Weisheit in der Dawa, Weisheit bedeutet, dass du keinen Ärger bekommst mit den Feinden des Islams und dass die Feinde des Islams sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Das ist aber nicht das Verständnis der Propheten. Das ist nicht das Prophet, das ist nicht das Verständnis des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier, ich habe jetzt zum Beispiel mal den Tafsir von Ash-Shawkani, beispielsweise Fath al-Qadir. Ja. Da ist zum Beispiel, ich nehme es mal kurz hier hin, hier. Da sagt hier mit Hikma, was ist hier mit Hikma gemeint? Mit Weisheit. Hier steht nicht, ja, damit du kein Problem kriegst mit Angela Merkel. Hier steht, ey, bil maqalatil muhkamati sahiha. Mit der deutlichen, richtigen Aussage. Das ist Weisheit. Hier. Wahia al-Hujjaj al-Qat'iyya al-Mufida lil-Yaqin. Das heißt, das sind die Beweise, die klar und deutlich sind und die der Gewissheit dienen. Das ist Weisheit. Bauchokani, Weisheit bei Tabari ist, bil wahi alladhi anzala ilayk. Dass du mit dem Wahi zu Allah rufst, das Allah herabgesandt hat. Es gibt keinen Tafsir, soll man mir den Tafsir zeigen? Er soll mir den Tafsir zeigen, wo drin steht, rufe zum Weg Allahs des Weise, mit Weisheit, da steht drin Weisheit, sodass keiner mit dir, dass alle mit dir zufrieden sind. Allah sagt im Koran, Surah 2, Vers 120, Len tarde ankel Yahuda wa len nasara hatta tattabi'a millatahum. Juden und Christen werden nicht mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Jetzt sagst du musst zum Weg rufen, damit sie mit dir zufrieden sind? Ja? Oder Allah sagt in Surah 2, Vers 216, وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَدِينِكُمْ إِسْتَطَعُوا. Sie werden dich so lange bekämpfen, bis du von der Religion abfällst.
Jetzt kommt einer, sagt, ja, du musst mit Weisheit rufen. Guck mal, da hat sich, du hast einen Vortrag gemacht, danach hat sich Karl-Heinz aufgeregt. Hat ihm nicht gefallen. Ja, der Prophet hat zu, war mit Weisheit zu Allah gerufen, Abu Leheb hat sich aufgeregt. Dann sagt er, ja, aber wir leben in Deutschland. Ja, der hat in Mekka gelebt. Ja, aber die Deutschen, die haben ja die Kaffeemaschine erfunden, oder was? Ach, wo sind wir gelandet, Bruder? Ja, Bruder, das ist diese Ehrfurcht vor dem Käfir, die man endlich mal in die Mülltonne schmeißen muss. Ach, wir rufen nicht dazu auf, Leuten den Schädel abzuschlagen. Wir rufen zur Wahrheit. Pech, wer nicht haben will, hat Pech gehabt. So einfach ist das. Ich bin doch kein Versicherungsvertreter, Hammer. Ja, Achim, was ist das für eine Erniedrigung? Was ist das für eine Erniedrigung? Jedes Mal, wenn du irgendwas über den Islam erzählst, machen sich die Muslime, sind alle am Zittern. Die sollen sich Pampers kaufen gehen, manche Leute, wirklich. Achim, was ist los, Achim? Hat der Prophet, Achim, Musa, a.s., der steht vorm Pharao. Und was ist danach passiert? War der Pharao mit ihm zufrieden? War der Pharao mit ihm zufrieden? Subhanallah. Subhanallah sagt ganz klar im Koran. Ganz klar im Koran. Was haben sie danach gesagt? Tötet diejenigen, die Kinder, die Söhne von dem, die mit ihm sind. Hat Musa Fehler in der Dawa gemacht? Hat Musa Fehler in der Dawa gemacht, du weiser Typ in der Dawa? Haben danach gesagt, töte die Kinder von denen, als Musa zu Allah gerufen hat. Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., was haben sie gesagt bei Ibrahim? Sie haben gesagt, bei Ibrahim, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا قَالُوا اقْتُلُوا وَحَرِّقُوا. Ihre Antwort war nur, das tötet ihn und verbrennt ihn. Tötet ihn und verbrennt ihn. Was war die Antwort bei Mohammed a.s.? Was war da die Antwort gewesen? Was war die andere Antwort gewesen? Dass sie ihm Kamelinnereien auf den Rücken geschmissen haben. War der nicht weise in der Dawa? Was war die andere Antwort gewesen? Dass sie ihm einen Stein auf den Kopf werfen wollten, während er im Sujud ist. Was war die andere Antwort? Dass sie ihm auf den Hals getreten haben, während er Sujud gemacht hat. War der nicht weise in der Dawa gewesen? Achi, wir sind so weit entfernt vom richtigen Verständnis des Islams. Das ist das Problem. Achi, man hat uns zu einem Kuschel-Islam gemacht. Ja? Teddybär-Islam. Ja, du brauchst einen Teddybär. Jeder soll mit uns kuscheln können. Ja, es ist so. Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen. Ach, wir sind keine Religion. Ja, von irgendwelchen unschuldigen Menschen töten oder was auch immer. Nicht, dass man das falsch versteht. Aber wir sind zur selben Zeit Leute, die keine Schleimerei dulden. Bitte, bitte, hab mich lieb. Ach, das ist die Wahrheit. Und deswegen, wenn wir über diese Themen gefragt werden, sagen wir den Leuten ganz klar heraus, so ist es. Ja. Zum Beispiel, Jafar bin Abi Talib. Guck mal, und jetzt, das müsst ihr euch jetzt merken, Leute. Jafar bin Abi Talib, der Führer der Muhajirun nach Abyssinien. Die sind aus Mekka, sollten sie weggehen, sie hatten dort schwierige Zeiten. Die Muslime sind geflüchtet, gefoltert worden. Warum? Weil sie zu Allah gerufen haben. War die Dawa falsch? Weil hat der Prophet keine Weisheit gehabt? So. Aber das ist etwas Notwendiges, was passiert, wenn die Dawa richtig ist, dass Ahlul Kufr dich bekämpft. Da muss man kapieren. Achi, das war bei jedem Propheten so. Der Koran ist voll damit. Da kannst du nicht verflüchten. Da kannst du nicht verflüchten. Jafar Abi Talib, der geht nach Abyssinien. Jetzt passt auf. Und dann kommt Amr ibn As und Abdullah ibn Abu Rabia, die kommen nach Abyssinien. Die wollen die zurückholen. Jetzt was passiert? Die hören, ihr werdet gerufen zum Najashi, zum Führer von Abyssinien. Die wollen euch Fragen stellen. Was sagen sie? Guck jetzt. Das ist, wo Allah Baraka gibt. Allah gibt kein Baraka für Feiglinge. Sagt er? Was sagt der Jafar bin Abi Talib? Nakulu. Wallahi, kama qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam, kama qala Allah ta'ala, wa ma akhbara bihi, an nabiyu sallallahu alaihi wa sallam, kainan fi dhalika ma huwa kain.
Wir sagen das, was Allah gesagt hat, und wir machen das, wir sagen das, was der Prophet uns berichtet hat, egal was passiert. Egal was passiert. Wir haben nicht gesagt, ja, pass auf, sagst du, musst mit Weisheit rangehen, sagst du besser nichts. Wir sagen das, wie es ist. So, und er erzählt den Koran, den Islam von A bis Z. In dieser ersten Rede erwähnt er 10-mal Tauhid. Kunna qawman ahl jahiliyyati na'budu al-asnam wa na'kul al-mayta wa naqtul wa na'til al-fawahish wa naqtul ar-raham wa nusil al-jiwar wa ya'kul qawiyyan minna ad-da'if fa kunna ala dhalika hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fa da'ana ila Allah 'azza wa jalla linuwahhidahu wa na'budahu wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'ana min al-hijarati wal-awthan. Ja, diese ganze Rede. Jetzt passt auf, hört zu. Jetzt, der Najashi war zufrieden mit der Rede. Am nächsten Tag kommt Amr ibn As, radiallahu anhu, der später Islam angenommen hat, großer Führer wurde der Muslime, kam er wieder zum Najashi und sagte vorher zu Abdullah ibn Abi Rabia: Ich komme zu Ihnen mit etwas, astasiru bi khadrahum, womit ich Ihre Grundlagen vernichte. Guck mal, Achi. Guck mal, womit ich ihre Grundlagen vernichte. Was ist diese Sache? Was ist dieser Burner, den Amr ibn As jetzt bringen wollte, womit er die Muslime platt macht? Was war das? Was? Es war, dass er sagt, die Muslime sagen, Isa ist ein Diener Allahs. Wie kann man nur sagen, Isa ist ein Diener? Versteht ihr, dass die Leute denken, wie kann man sagen, Isa ist ein Diener Allahs? So, jetzt, was passiert? Amr Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu wird wieder gerufen. Und was sagt er? Wir sagen, Wallahi, was Allah gesagt hat, was der Prophet gesagt hat, egal was passiert. So, jetzt fragen sie ihn: Was sagt ihr über Isa ibn Maryam? Nochmal neu. Das große Problem ist, dass die Muslime sagen, dass Isa a.s. was ist? Ein Diener Allahs. Okay, das ist das Problem. Jetzt Ja'far ibn Abi Talib wird gefragt, was sagt ihr über Isa? So. Jetzt eine Frage. Wie lange könnte Ja'far ibn Abi Talib reden über Isa im Islam, ohne auch nur einen einzigen Khilaf zu erwähnen? Ohne eine einzige Meinungsverschiedenheit mit den Christen zu erwähnen. Der kann eine halbe Stunde reden. Der kann eine halbe Stunde um diesen Ikhtilaf herumdrehen, um diese Meinungsverschiedenheit, um unsere Probleme mit den Christen herumreden. Er kann erzählen, Isa ist von der Jungfrau geboren und Isa ist ein Wunder und Isa ist ein toller Mensch und Isa nichts. Der kann eine halbe Stunde reden über seine Wunder, über was auch immer. So jetzt, was ist das Erste, was Ja'far ibn Abi Talib erwähnt? Hu Abdullah. Er ist ein Diener Allahs. Kannst du dir das vorstellen? Das Erste, was er erwähnt, ist der Unterschied. Er hat keine Angst. Er ist Diener Allahs. Und jetzt? Verstehst du, Diener Allahs? Was wollt ihr? Er hat natürlich das nicht so gesagt, aber das sagt diese Aussage aus. Das ist Weisheit in der Dawa. Weisheit in der Dawa ist, wenn sie mit deinem Tarut kommen, ja, natürlich Isa ist kein Tarut, sondern die Anbetung von Isa ist der Tarut, dass du sofort sagst, wir sind dagegen. La ilaha. Nephew, jami'u ma yu'badu min dunillah. Das ist die Weisheit. Und Weisheit ist nicht, wenn du sagst, wenn Ja'far ibn Abi Talib gesagt hätte, ja, nee, über Isa reden wir nicht, wir reden erst über Isa, wenn wir die Mehrheit geworden sind, Abyssinien. Verstehst du? Achi, das ist Erniedrigung, ist das. Erniedrigung. Das ist nicht der Weg der Propheten. Das ist nicht der Weg der Salaf. Das ist der Weg der Karnickel auf dem Feld, die sich in ihre Höhle verkriechen, achi. Das ist eine Schande für einen Muslim. Eine Schande für einen Muslim, wenn jemand kommt mit seinen Göttern und der Muslim ist nicht bereit zu sagen, Allahu Akbar. Allah steht über allem. Subhanallah. Und ich denke, diese Botschaft reicht, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.